Hi Leute, Marcel von LBM Bikers Outfit hier. Ich habe heute eine Jacke für euch, die vor allem für diejenigen von euch interessant sein könnte, die eine gute Allround-Jacke fürs ganze Jahr suchen und das auch noch zu einem erschwinglichen Preis. Das ist die Jacke Regis von Modica, brandneu für die Saison 2023. Wenn ihr interessiert seid, dann bleibt dran. Das, was die Regis so interessant macht, ist, dass ihr hier eine voll ausgestattete 3-in-1 Motorradjacke bekommt, also so richtig schön flexibel über das ganze Jahr unterwegs sein könnt. Und dass Modica die Regis auch in einem durchaus stattlichen Größenspektrum anbietet, nämlich von Größe S bis hin zu 10XL. Und das Ganze, wie eben schon gesagt, zu einem wirklich sehr niedrigen Preis, was Jacken in der 3-in-1 Kategorie angeht. Denn die Regis kostet zum Saisonstart jetzt erstmal 169 Euro. 3-in-1 bedeutet ja, ihr wisst das sicherlich schon, ihr habt drei Schichten hier in dieser Jacke. Einmal die Außenjacke, darunter die wind- und wasserdichte Membran, in diesem Fall ist das eine Reißermembran, und ganz innen drin dann das Thermofutter, was einen wirklich warm hält. Und ihr könnt die Jacke so auseinandernehmen und zusammenbauen, wie ihr das mögt, seid also wirklich sehr flexibel. Vergleich dazu vielleicht eine 2-in-1 Jacke, kennt ihr sicherlich auch, da habt ihr nur die Außenjacke, die dann automatisch immer wind- und wasserdicht ist, darunter dann das Thermofutter. Vorteil ist natürlich, klar, man hat weniger Schichten, das Ganze ist weniger kompliziert. Nachteil, ihr habt weniger Schichten und seid somit weniger flexibel. Das heißt, bei dieser Jacke habt ihr diesen Nachteil nicht. Ihr könnt dann wirklich sagen, okay, es ist Winter, ich mache jetzt die Membran da rein, natürlich, und das Thermofutter, damit mir warm ist. Im Übergang, wenn es ein bisschen wärmer ist, nehme ich das Thermofutter raus. Und im Sommer kann ich auch die Membran rausnehmen, damit die Jacke wirklich so leicht und luftig wie möglich ist. Da kommt dann auch schon gleich die Belüftung der Jacke hier ins Spiel. Fangen wir mal hier oben an. Im Brustbereich haben wir zwei große Belüftungsklappen, die ihr hier per Reißverschluss öffnen und schließen könnt. Wenn ihr sie aufmacht, könnt ihr sie auch hier mit diesem Druckknopf oben einklicken, dass sie offen bleiben im Fahrtwind. Hier oben am Ärmel haben wir jemals einen Belüftungsreißverschluss in dem Bereich, den ihr auch einfach auf- oder zuziehen könnt. Und wie jede vernünftige Jacke natürlich auch, hat die Regis hinten am Rücken zwei große Airvents, also nochmal Entlüftungen, dass die Luft auch richtig schön am Körper vorbeifließen und hinten entweichen kann. Rein von der Optik kommt die Regis-Jacke eher lässig sportlich daher. Der Schnitt ist relativ kurz gehalten, insgesamt so ein Mittelding würde ich sagen. Jetzt nicht ganz so kurz wie die richtig sportlichen Jacken, die man so kennt, aber durchaus auch kürzer als so eine Touringjacke. Hinten so ein bisschen länger, was ja auch nicht verkehrt ist. Und dieser Look wird noch so ein bisschen hier durch die Taschen unterstrichen, die wirklich eher flach gehalten sind bei der Jacke. Und dazu habt ihr noch hier auf den Schultern diese stylischen Schulterpads mit dem Modica-Logo drauf. Okay, was haben wir denn alles so an Ausstattung hier? Fangen wir doch mal vorne unten an beim Reißverschluss. Der ist hier durch so ein kleines Stoffstückchen abgedeckt, was wirklich eine gute Sache ist schon mal. Denn das schützt euren Tank effektiv vor Kratzern, wenn ihr euch mal ein bisschen vorlehnt auf der Maschine. Daneben die Taschen, die ich gerade erwähnt habe, das sind seitliche Einschubtaschen. Die könnt ihr durch den Reißverschluss hier öffnen und schließen. Und da ist auf jeden Fall genug Platz drin für Schlüssel und so weiter, was man alles braucht. Wichtig zu wissen, die Taschen kommen, also sind auf der Außenjacke, kommen somit vor der Membran, sind also nicht wasserdicht. Also für empfindliche Sachen, wenn ihr mal bei schlechtem Wetter fahrt, solltet ihr dann am besten die Innentaschen nehmen. Da habt ihr immer zwei Stück von, ganz egal wie ihr die Jacke zusammengebaut habt. Die Außenjacke hat zwei Innentaschen, darunter die Membran hat ebenfalls zwei Innentaschen und das Thermofutter genauso. Da ist auf jeden Fall genug Platz dann für Smartphone, Portemonnaie und was alles vielleicht nicht unbedingt nass werden sollte. Stretch-Einsätze, klar, die dürfen bei einer ordentlichen Jacke auch nicht fehlen. Hat die Regis einmal hier an den Ellenbogen und dann noch oben hinten im Schulterbereich. Dazu kommen dann noch die ganzen Einstellmöglichkeiten, sodass ihr die Jacke optimal individuell auf eure Körperform anpassen könnt. Da haben wir einmal hier unten jeweils über den Klettverschluss eine Weitenregulierung für die Hüfte und direkt darüber ein Taillengurt. Die beiden Sachen helfen euch, dass ihr die Jacke so einstellen könnt, dass da alles perfekt sitzt und nichts im Fahrtwind flattert. Und hier oben am Oberarm ein 2-Punkte-Druckknopf-Weitenverstellungssystem. Das ist einfach dafür da, da könnt ihr ein bisschen mehr Platz rausholen oder das Ganze enger stellen, zum Beispiel wenn ihr das Futter rausgenommen habt und habt ein bisschen mehr Platz in der Jacke. Gehen wir den Ärmel weiter runter, sehen wir hier unten noch so eine Klett-Weitenverstellung, auch wirklich schön gemacht, lässt sich butterweich einstellen das Ganze. Und ganz unten, finde ich auch immer sehr gut, haben wir hier so ein kleines Stoff-Dreiecksteil, wie man das hier sieht. Finde ich auch nicht verkehrt. Einmal ist das dafür da, dass das Regenwasser da ablaufen kann, wenn mal schlechtes Wetter ist und es tröpfelt euch nicht in die Handschuhe. Und vor allen Dingen, das Ganze lässt sich super bequem hier über diesen Klettverschluss einstellen. Das ist, schließt sehr angenehm mit dem Handschuh ab und dabei hakelt sich dann nichts durch den Reißverschluss, der da sein könnte. Okay, dann gehen wir nochmal kurz auf die Sicherheit ein. Die Regis-Jacke erfüllt die Anforderungen an die CE-Klasse AA, schützt euch also wirklich sehr gut vor Aufprall und Abrieb auf der Straße. Das Ganze wird nochmal ein bisschen dadurch unterstützt, dass hier mit Materialdopplung gearbeitet wurde an den sturzrelevanten Stellen, Schultern, Ellbogen und so weiter. Und die Jacke hat natürlich von Werk aus Protektoren auch in Schultern und Ellenbogen dabei.
Im Rücken ist ein großes Fach für einen Sastec-Protektor, den ihr nachrüsten könnt. Ist nicht dabei bei der Jacke, kostet so 20 bis 25 Euro, je nachdem welchen ihr da braucht. Variiert je nach Jackengröße, aber steht auch drin, welcher das sein muss. Ihr kennt meine Meinung dazu, macht das bitte unbedingt, weil euer Rücken ist echt wichtig und so ein Protektor kann euch im Zweifel auch echt vor dem Schlimmsten bewahren. Und für die Sichtbarkeit, damit man euch beim miesen Wetter auch noch gut wahrnehmen kann, gibt es natürlich noch einen Haufen Reflexelemente. Haben wir einmal hier oben einen schön mittig. Das Modica-Logo auf den Schulterpads. Jeweils ein schön sichtbarer Streifen auf dem Ärmel. Hinten im Nackenbereich, schön weit oben, also zwei helle Streifen und nochmal das Modica-Logo in der Mitte. Und weiter unten auf dem Taillengurt noch einmal der Modica-Schriftzug. Nochmal kurz zum Größenspektrum. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, aber ich möchte es nochmal betonen. Die Regisjacke bekommt ihr wirklich von Größe S bis 10XL. Also da sollte wirklich jeder noch eine passende Größe bei finden. Der Preis von 169 Euro kann sich dann ein bisschen ändern, wenn ihr eine Sondergröße braucht. Ab 5XL aufwärts kostet die Regisjacke 186 Euro und die beiden allergrößten Ausführungen, also 8XL und 10XL, kosten aktuell knapp über 200 Euro. Bleiben also höchstens noch die Farben zu erwähnen. Die Regisjacke gibt es einmal in diesem schicken Grau-Schwarz, so wie ich es gerade anhabe, oder als Alternative auch in Schwarz, falls das eher euer Ding ist. Das sieht dann nämlich so aus. Ja, das wär's dann auch schon. Als kleines persönliches Fazit würde ich jetzt vielleicht sagen, ich war wirklich von der Regisjacke angenehm überrascht. Also nachdem ich hier meine passende Größe gefunden habe und auch alles richtig eingestellt habe, sodass es alles sitzt, wie es soll, fühlt die Jacke sich absolut top an. Da gibt's nichts zu beanstanden. Die Ärmellänge ist bei mir genau passend. Die Protektoren an Schultern und Ellenbogen sitzen exakt da, wo sie sein sollen. Für eine 3-in-1 Jacke, die jetzt auch komplett zusammengebaut ist, also mit Membran drin und mit Thermofutter, fühle ich mich auch nicht wirklich eingeschränkt. Das fühlt sich noch locker an, ich kann mich gut bewegen und das sitzt einfach 1A. Die Einstellmöglichkeiten, was ich euch gezeigt habe, sind wirklich gut und die Belüftung ist auch spitze, muss ich sagen. Also hier mit den Brustklappen, da kommt eine Menge Luft rein. Hier an den Ärmeln, das ist auch super. Perfekt wäre es vielleicht gewesen, wenn das ein bisschen länger oder weiter unten gewesen wäre. Dann hat man im Sommer einen schönen Luftzug hier den Ärmel hoch, aber wirklich für eine Jacke in dieser Preisklasse habt ihr hier einen top ausgestatteten Allrounder. Da gibt es absolut nichts zu meckern. Wenn ihr also noch was sucht in dieser Richtung für die neue Saison und ihr wollt ein bisschen aufs Geld achten oder vielleicht ihr seid Fahranfänger, habt gerade sehr viel Geld für den Führerschein ausgegeben, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr auf jeden Fall die Regisjacke mal in eure nähere Auswahl mit aufnehmt. Anschauen könnt ihr euch die wie immer online bei uns im Shop auf www.lbm-shop.de. Und natürlich, nichts schlägt die Live-Anprobe in echt. Also wenn ihr hier aus der Gegend kommt oder ihr wollt mal vorbeischauen, in Bielefeld bei uns im Shop haben wir sie gerade in allen Farben und auch Größen vorrätig. So, das wäre es auch mit unserem kleinen Review mal wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert uns auch gerne, wenn ihr noch mehr Videos dieser Art von uns sehen möchtet. Wir freuen uns auch immer über Kommentare, also egal was ihr habt, Fragen, Anregungen, Lob, Kritik jeder Art, schreibt uns in die Kommentare, wir antworten euch dann auch. Ansonsten von meiner Seite war es das. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal.